10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top, décollage. Am 19. Dezember 2013 startete der Astrometriesatellit Gaia der Europäischen Weltraumorganisation ESA vom Weltraumbahnhof Sinnamary bei Kourou in Französisch-Guyana mit einer russischen Soyuz-Fregatt-Trägerrakete. Eineinhalb Stunden nach dem Start wurde der fast 11 Meter große Sonnenschirm entfaltet, der Gaia vor der Strahlung der Sonne schützen soll. Schon 42 Minuten nach dem Abheben der Rakete war Gaia auf dem Weg zu ihrem Beobachtungsort, der sich ca. 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt befindet. Dieser wurde schließlich am 7. Januar 2014 erreicht und befindet sich stets in der von der Erde aus gesehen der Sonne gegenüberliegenden Richtung. Mit zwei Spiegelteleskopen beobachtet Gaia gleichzeitig zwei 106,5 Grad am Himmel voneinander entfernte Gesichtsfelder. Diese Teleskope befinden sich im oberen Teil von Gaia und sind auf einer torusförmigen Montierung angebracht. Sie werfen ihr Licht mit Hilfe von 10 Spiegeln auf Gaias Fokalebene. Diese besteht aus 106 lichtempfindlichen CCD-Detektoren, die zusammen eine Auflösung von fast einem Gigapixel haben. Während Gaia rotiert, fällt das Licht beider Gesichtsfelder auf die Kamera und die Bilder der Sterne wandern von einem CCD-Detektor zum nächsten. Dabei misst Gaia mithilfe einer Atomuhr, wo sich ein Stern auf einem CCD zu jedem Zeitpunkt befindet. Aus vielen Einzelmessungen können später am Boden mit aufwendigen mathematischen Verfahren die genauen Positionen und Bewegungen der Sterne am Himmel ermittelt werden. Auf zwei CCD-Streifen werden außerdem mit Hilfe von Prismen Sternspektren gemessen, mit deren Hilfe man zum Beispiel die Temperaturen der Sterne bestimmen kann. In einem weiteren Feld von CCDs werden hoch aufgelöste Spektren aufgenommen. Sie liefern Informationen über die chemische Zusammensetzung und die Bewegung der Sterne auf uns zu oder von uns weg. Alle diese Daten werden dann zur Erde übertragen, auf der ca. 400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Softwareingenieurinnen und Ingenieure daraus den genauesten Sternkatalog für die Wissenschaft erzeugen. Nur mit Hilfe von Weltraumteleskopen erreicht man die für die moderne Astronomie nötige Genauigkeit. Um eine Vorstellung von dieser extremen Präzision zu bekommen, stellen wir uns vor, wir reisten zur Oberfläche des Mondes und näherten uns dieser, wie die Astronauten von Apollo 11, die im Juli 1969 auf dem Mond gelandet sind. Hier sehen wir den Stiefelabdruck von Astronaut Buzz Aldrin. Würden wir diese kleine Region auf dem Mond von der Erde aus mit der Genauigkeit des Hipparcos-Satelliten beobachten, dessen Sternkatalog 1997 veröffentlicht wurde, dann könnten wir die Bewegung einer Lichtquelle verfolgen, die sich um diesen Betrag bewegt. Eine noch winzigere Bewegung könnte man von der Erde aus mit der Genauigkeit des Gaia-Satelliten messen, vom linken Rand einer Euromünze zum rechten Rand einer zweiten.